Hallo, ich wollte heute eigentlich nicht vloggen. Es ist schon spät, es ist jetzt 20:30 Uhr. Ich habe gerade Elisa und Clara ins Bett gebracht und jetzt bin ich alleine hier unten. Justus ist nicht da, er hat nämlich Johann ins Krankenhaus gebracht. Johann hatte heute schon den ganzen Tag, also seit heute Morgen, Bauchschmerzen und wir haben erstmal beobachtet. Also man muss ja immer erstmal gucken. Aber es ging halt nicht besser. Also ihm ging es immer schlechter. Er wollte auch nichts essen, er wollte nichts trinken. Also er lag hier nur die ganze Zeit und hatte wirklich ganz dolle Bauchschmerzen. Justus hat ihn auch abgetastet und man weiß ja ungefähr, wo was liegt. Also jetzt zum Beispiel Blinddarm. Und gerade diese Stelle hat ihm dann zum Schluss richtig doll wehgetan. Da haben wir uns natürlich große Sorgen gemacht. Deshalb ist Justus dann losgefahren mit ihm zum Krankenhaus. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich möchte irgendwas machen, ich möchte irgendwas tun, aber ich kann nichts machen, außer hier sitzen und darauf warten, dass mir Justus eine Nachricht schreibt. Ich möchte nämlich gerne wissen, wie es ihm geht. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er jetzt gerade anderes zu tun hat, als mir jetzt WhatsApp-Nachrichten zu schreiben. Aber ich sitze jetzt hier und mache mir die ganze Zeit Sorgen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin so jemand, der gleich sich ganz viele Sorgen macht. Also ich male mir total viele Sachen aus. Entschuldige bitte das Chaos im Hintergrund. Ich habe heute nichts geschafft. Ich habe heute meinen Kopf einfach nur bei Johann gehabt. Wir machen das auch immer so. Also wenn irgendwas Krankheitsmäßiges ist, wenn jemand ins Krankenhaus muss, dann macht Justus das immer, weil er dann noch der Kopfmensch ist, der das Klardenken dann noch beherrscht. Ich nicht. Ich kann nicht mehr klar denken bei meinen Kindern. Wo Justus da auch schon. Also wenn es um seine eigenen Kinder geht, dann kann er auch nicht mehr ganz so klar denken. Ich will mich jetzt einfach nur ein bisschen ablenken. Also das Reden hilft mir jetzt schon ein bisschen, mir einfach die Last runterzureden, wenn ich schon nicht mit Justus reden kann. Er hat mir jetzt gerade geschrieben, eine Nachricht. Und zwar haben sie jetzt die Untersuchung gemacht. Jetzt haben sie die Ergebnisse da. Und es ist wohl so, dass er erhöhte Entzündungsreaktion im Blut hat. Und er hat auch die typischen Anzeichen für eine Blinddarmentzündung. Aber es kann auch harmlos sein. Also das wird jetzt erst nochmal beobachtet über die Nacht. Sie bleiben also die Nacht dort. Justus hatte da schon in weiser Voraussicht alles gepackt, also für sich alles gepackt, für Johann alles gepackt. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Jahren man eine Blinddarmentzündung hat. Gibt es da so eine Regelung? Weil unsere Nachbarin hier hatte den auch letztens erst entfernt bekommen und sie ist schon Mitte 50. Das ist ja schon spät, oder? Ich weiß es gar nicht. Oder gibt es da gar keine Regelung? Justus hat geschrieben, dass Johann jetzt eine Pronyle bekommen hat und dass er zwar noch Schmerzen hat, aber er schon davon ausgeht, dass es wahrscheinlich harmlos ist. Aber ja, abwarten. Zumindest ein bisschen kann ich jetzt durchatmen. Also, wenn es wirklich schlimm gewesen wäre, glaube ich, hätten die doch direkt operiert, oder? Ich versuche mich jetzt einmal irgendwie abzulenken. Eine Serie gucken. Weiß nicht, habe ich gar keine Lust. Oder ich beseitige einfach einmal das Chaos hier. Das ist auch eine ganz gute Ablenkung immer. Ich melde mich wieder, wenn es Neuigkeiten gibt. Bis dahin muss ich selber warten und bin komplett im Ungewissen. Deshalb sehen wir uns wahrscheinlich erst morgen wieder. Guten Morgen. Ich wollte einen kurzen Zwischenstand geben. Ich glaube, ich hatte gestern gar kein Hallo gesagt, oder? Also jetzt nochmal nachträglich Hallo. Die Nacht war jetzt ziemlich kurz gewesen. Ich konnte nicht so gut schlafen. Ist auch ungewohnt, dass Justus nicht neben mir liegt. Davon mal ganz abgesehen, dass ich mir Sorgen gemacht habe um Johann. Elisa habe ich schon fertig gemacht. Sie ist jetzt gerade oben. Sie kommt bestimmt gleich runter und fragt sich, was die Mami hier redet. Clara macht sich gerade fertig im Bad. Ich muss sie gleich zum Kindergarten bringen. Ich muss ihr auch noch Geld mitgeben, nämlich 3,50 €. Sie haben nämlich diese Woche ein Vorschulkinderprojektwoche. Ist ganz toll, dass sie sowas machen. Also dann haben sie so ein bestimmtes Thema, das sie abarbeiten, verschiedene Sachen basteln und verschiedenes dazu lernen. Und sie werden auch einen Ausflug dann noch machen als krönenden Abschluss. Deshalb die 3,50 € für die Fahrt. Ein kurzes Update auch zu Johann. Also ich habe gestern Abend noch mit Justus geschrieben auf WhatsApp. Ich hätte gerne noch mal mit ihm telefoniert, aber das ging nicht, weil es schon so spät war und Johann war auch mit einem anderen Kind in einem Zimmer und dann, ja, kann man da ja nicht telefonieren, weil es ja auch stört. Die haben wohl auch noch irgendwas gemacht, ich weiß nicht mehr genau was, aber Johann ging es wohl dann immer besser und deshalb geht er davon aus, dass sie heute wieder nach Hause können. Ja, Elisa, ich habe schon von dir erzählt, dass du bestimmt gleich kommst. Und das hat mich natürlich dann auch beruhigt und mehr muss ich ja eigentlich auch gar nicht wissen, außer dass es ihm besser geht und dass er heute wieder nach Hause kommt. Das heißt, sie werden wohl heute, dass sie heute wieder nach Hause kommen können, wahrscheinlich schon heute Vormittag. Das heißt, ich hoffe schon gleich. Hallo Elisa, guten Morgen. Elise mache ich auch noch gleich Frühstück und
Trinken muss ich auch noch machen. Ich habe gestern Abend doch nichts gemacht, obwohl ich ja aufräumen wollte. Deshalb mache ich das heute. Ich werde heute auch wieder Vorher-Nachher-Effekt machen, damit das so schön aussieht. Also vorher schmutzig, nachher alles sauber und geordnet. Was ist das? Eine alte Banane von gestern. Elisa sucht schon wieder nach Essen. Deshalb mache ich hier, glaube ich, jetzt mal Frühstück. Du kannst doch ruhig spielen. Mami macht was, das dauert immer. Okay, dann komm mit. Ja, warte mal kurz. Papi hat geschrieben. Johann hat nochmal Blut abgenommen bekommen. Es geht ihm aber schon viel besser. So. Armer Johann. Ja, er hat ja so eine Bronüle. Hatte ich ja gestern, glaube ich, schon erzählt. Und da hat er jetzt nochmal Blut abgenommen bekommen. Ja, Mami beeilt sich. Ich muss jetzt auch mich um Elisa kümmern. So ist das mit mehreren Kindern. Der Alltag geht dann trotzdem weiter. Elisa nicht. Elisa? Elisa geht schon an den Kühlschrank. Brauchst du deinen Schemel? Lass den mal da stehen. Dahin still. So. Elisa ist ungeduldig. Stehst du auf dem Schemel und willst an den Kühlschrank, Elisa? Die Chemine? Essen, ja, da ist Essen drin. Ne? Boah, das ist doch so heiß. Elisa, bitte warte kurz. Häng dich nicht an den Kühlschrank, hörst du? Oh, schnell. Ja. Welche Socken ja. Anhaben? Die Rutschsocken oder die normalen? Du kannst normale Socken anziehen, du brauchst keine Rutschsocken. Wir haben nämlich Rutschsocken besorgt, weil es ja bald in so einen Indoor-Spielplatz geht und dann ist der Boden immer so rutschig. Und Schuhe darf man da drin ja auch nicht anziehen. Sieht ein bisschen anders aus jetzt die Flasche, ne? Ohne den Überzug. Aber Mami macht das jetzt einmal drauf. Kannst du es besser festhalten? Bitteschön. Das sind auch wieder so ein paar Sachen, die Clara gemalt hatte. Total süß, das hat sie für Justus gemalt. Eine Erdbeere mit Hose. Und für mich hat sie so ein Flamingo gemalt. Auch richtig hübsch. Ja, Clara macht das in letzter Zeit so, dass sie abends, wenn eigentlich Schlafenszeit ist und wenn wir die Kinder dann ins Bett gebracht haben, dass sie dann trotzdem aber noch nicht schlafen möchte. Und dann ist sie nochmal kreativ und malt sowas und legt es dann oben bei der Treppe hin. Und immer wenn Justus und ich nach oben gehen, um uns fertig zu machen, dann entdecken wir solche schönen Sachen hier. Mami, mach mir die zwei Zöpfe. Ja, können wir gerne machen. Mach Clara jetzt nochmal Haare schnell. Und im Moment mag sie gerne diese zwei Zöpfe. Die sind ja auch total trendy. Mami und Papi hat auch gesagt, unten muss man zuerst kämmen. Unten erst anfangen mit dem Kämmen, genau. Dass sie immer so knuttrige Haare hat. Und dann ist es besser, wenn man unten anfängt. Dann zieht es nicht so doll und die Knoten sind schneller draußen, ne? So, jetzt muss ich einen Mittelscheitel ziehen. Das mache ich mit so einem dünnen Kamm. Guck. Du machst immer so in der Mitte so. Genau, ich gucke, wo deine Nase ist. Und hier machst du es gleich auch. Genau, hinten auch nochmal. Mache ich schon mal eine Seite hoch. Ja. Damit sie nicht stört gleich beim Flechten. Das machst du ja immer. Clara hat so viele lange, dicke Haare bekommen. Als sie ein Baby war, hatte sie auch nur so einen leichten Flaum und man konnte damit nicht wirklich viel machen. So wie bei Elisa jetzt im Moment. Aber jetzt hat sie richtig tolle, dicke Haare bekommen. Ganz schön viel zu flechten, da dauert es auch noch mal ein paar Minuten. Mami, kann ich meinen Arztkoffer zum Kindergarten mitnehmen? Aber heute ist ja kein Spielzeugtag, ne? Aber das ist auch nicht echt Spielzeug. Ja. Müssen wir mal gucken, ob es geht. Wir können es mitnehmen und dann fragen wir mal, ja? Wir haben nämlich einmal die Woche einen Spielzeugtag und da dürfen die Kinder auch Spielzeug von zu Hause mitnehmen. Und an den anderen Tagen eben nicht, damit es nicht zu viel Kuddelmuddel gibt. Die Kleinen nehmen immer ein Spielzeug mit, obwohl kein Spielzeugtag ist. Ja, die kleinen Kindergartenkinder. Die nehmen immer Puppen und so mit. Guck mal, ein Zopf ist schon fertig. Ich benutze immer diese ganz dünnen Haargummis. Die halten dann auch ganz gut im Haar und die sieht man auch nicht so doll. Ja, hallo, Elisa ist auch da. So. Ich habe auch Superpflaster. Superpflaster? Was ist das denn, Clara? Ich weiß das nicht. Ja, aber Papa hat gesagt, das sind Superpflaster. Okay. Vielleicht kleben die besonders gut. Oder halten besonders gut. Mhm. Elisa? Ach, Elisa cremt sich wieder ein. Elisa nimmt sich immer die Creme. Macht den Deckel ab. Und lutscht da dran, ja, oder? Probiert auch mal die Creme. Gehört auch dazu. Ja, Creme. Und was ist denn, Elisa? Zweiter Zopf ist auch fertig. Sag mal.
Zeigen das mal sehr hübsch. Dreh dich mal um. Ja. Oh, da sind die langen Zöpfe. Richtig hübsch hier am Kopf geflochten. So sieht das aus. Genau. So, jetzt müssen wir los, Clara. Und das hier ist mein Arztkoffer. Ach, das ist das, der Arztkoffer, genau. Da sind ganz viele Sachen dran. Ich bringe jetzt noch einmal schnell den Müll raus. Heute werden nämlich gelbe Säcke abgeholt. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist, dass ich jetzt den Müll wegbringe. Ich weiß noch damals, als wir in einer Wohnung gelebt haben, da muss man sich ja nicht um sowas kümmern, wann der Müll abgeholt wird. Und bei den ersten Malen, nachdem wir hier eingezogen sind, haben wir das auch immer vergessen, den Müll rauszubringen. Aber das passiert einem auch nur einmal, weil die Mülltonne dann total überquillt. Upsa. Elisa? Und seitdem passiert uns das natürlich nicht mehr. Aber ich muss ehrlich sagen, ich gucke auch nicht aufs Datum, sondern ich gucke immer, wann die Nachbarn den Müll rausbringen. Dann weiß ich, ach, jetzt muss ich auch wieder. Guck mal, wer da ist. Johann ist wieder zurück. Mein großer Schatz. Hab einen Piekser bekommen. Hast du einen Piekser bekommen? Mhm. Eine Brunüle. Das ist am Arm. Hat ganz doll Heimweh. Oh, aber Papi war da, ne? Papi war ja die ganze Zeit da, ne? Mit im Zimmer. Ja, ja, klar. Und Johann hat sich gewundert, dass ich schon alles eingepackt hatte mit Hose und Wäsche und so weiter. Hat Papi schon vorgesorgt. Ja. Alles. Der Papi sorgt immer für alles. Ach, ich muss noch in deiner Schule anrufen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Ich muss ja noch sagen, dass er nicht kommt heute. Ganz stolz auf dich, Johann. Großer, starker Junge, ja? Ich hab nicht geweint. Du meinst, wie getan, aber den Arm dahin gehalten hat. Nicht geweint. Ja? Mhm. Komm jetzt, komm. Jetzt. Ja, doch. Ich muss jetzt erzählen. Ich muss immer alles wissen. Gerade schon erzählt. Nein. Also wir waren... Von Anfang an. Also ihr seid da hingefahren. Mami! Ihr seid ausgestiegen. Und dann? Ich muss immer alles wissen. Justus erzählt immer so wenig. Ich muss ihm alles aus der Nase raus. Naja, er hatte ja erstmal ein ganz typischen Zeichen für eine Blinddarmentzündung. Und deshalb sind wir dann doch ins Krankenhaus gefahren. Und die haben das eben genauso gesehen, haben ihn dann sofort Blut abgenommen, haben ihn sehr, sehr schnell drangenommen auch. Und im Ultraschall hat man aber schon gesehen, dass das nicht ganz so passt. Also man hat gesehen, okay, das ist jetzt nicht der Blinddarm oder war nicht darstellbar. Man hat aber gesehen, dass im Blut die Entzündungswerte sehr, sehr stark erhöht waren. Und deshalb hat man ihn erstmal da behalten. Wie gesagt, habe ich ja bei ihm geschlafen dann erstmal die Nacht. Und am nächsten Morgen ging es ihm ja schon besser. Haben sie ihm nochmal Blut abgenommen und dann waren die Werte noch schlimmer als vorher. Noch schlimmer als gestern? Naja, ist ganz typisch, weil diese Entzündungswerte ziehen nach. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Netterweise haben die auch den Brief ganz schnell fertig gemacht und ich weiß, es ist immer sehr anstrengend da. Ich weiß gar nicht, dass es ja kurz vor einer Operation gewesen ist. Ne? Sie hätten ihn ja, wenn es jetzt heute Morgen nicht besser geworden wäre, hätten sie ihn operiert. Ich möchte jetzt einmal mit dem Aufräumen anfangen, deshalb gibt es noch ein Chaos vorher. So sieht das aus. Hilfe. Die Bälle sind alle draußen. Den haben wir übrigens vom Dachboden runtergeholt. Der ist schon ganz alt, auch noch aus Johanns Zeiten. So sieht es hoffentlich gleich nicht mehr aus. Und das ist der Nachher-Effekt. Johann ist auch da, er ist auch ein Nachher-Effekt. Johann winkt mal. Und so sieht die Küche einmal vorher aus. Die Küche sieht jetzt auch wieder ordentlicher aus. Da steht noch das Mittagessen. Wir haben nämlich gerade schon gegessen. Es ist jetzt auch schon Nachmittag. Also wir haben jetzt schon 15 Uhr. Clara ist auch schon wieder zu Hause. Sie spielt schon oben mit Elisa. Clara hatte sich ja auch große Sorgen gemacht um Johann. Und sie konnte auch nicht so gut schlafen. Und ganz süß, sie hatte im Kindergarten extra was für ihn gemalt. Und zwar das hier. Einmal den Johann gemalt und auch Johann hingeschrieben. Das J ist noch verkehrt rum. Das macht sie noch manchmal so spiegelverkehrt schreiben. Aber ich finde, den hat sie wieder gut getroffen, ne, Johann? Mhm. Johann hat sich gleich wieder erkannt. Mit der coolen Frisur, mit den coolen Klamotten, passt alles zusammen. Ansonsten ruht sich Johann noch ein bisschen aus. Ich denke, den ganzen Tag wird er sonst nichts anderes machen, außer sich ausruhen. Eigentlich hat er heute noch Breakdance, wollte ich gerade sagen. Nee, Kampfsport, ne? Ja. Genau, aber... Und Schule. Und Schule, genau. Aber das haben wir mal alles lieber ausfallen lassen heute. Ansonsten wird heute, denke ich, auch nichts mehr passieren. Ich möchte mich heute den ganzen Tag um Johann kümmern, ein bisschen ihn betüddeln. Ich habe auch wieder gemerkt, wie wichtig eigentlich so die Gesundheit ist von einem Menschen, weil die ist absolut unbezahlbar. Deshalb pass auf dich auf, pass auf deine Familie auf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.